Tja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Titan Souls. Wo im letzten Part ja noch tatsächlich, wo mir tatsächlich im letzten Part gelungen ist, drei Titanen zu töten. Und ja, der letzte Titan, da sagte ich auch noch, von wegen, weil doch nachher ein bisschen schwieriger war, ein bisschen tricky. Und da sagte ich ja, dass ich das dann euch halt wieder so mit reinschneiden werde und gerade gesagt, ersten Versuch dann getätigt und siehe da, es hat gleich funktioniert. Habe ich aber selber ein bisschen gestaunt, muss ich sagen. Und der letzte Titan. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das nur so? Muss man dann ja noch was machen? Nee, ne? Nee, weil da kommen wir. Da kommen wir so gar nicht hin, ne? Der letzte Titan müsste sich ja demnach dann eigentlich irgendwo hier oben befinden, aber wo? Ah, warte mal, hier kann man hier nicht hinter? Ah. Okay, was kommt jetzt wieder? Ach, du großer Gott. Jetzt kommt noch so ein richtiger Lavahaufen hier. Mit, was sind das hier? Smaragde, Saphire, Diamanten im Schädel oben drinne. Und ich vermute, das ist seine schwache Stelle, ne? Oder? Oh, bitte nicht. Was macht er jetzt überhaupt? Huh! Alter! Dann saugt er das auch noch wieder rein. Für was ist die Kugel jetzt hier unten? Ist das nur eine Blockade? Alter, was soll ich denn jetzt hier machen? Oder müssen wir den nur ins Maul schießen? Ja, das wäre zu einfach, ne, oder? Hab ich mein Pfeil schon wieder? Halt. Okay, bei dem weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, was ich da machen muss oder soll. Da haben sie auch wieder ein bisschen blöd gemacht mit der die Kameraführung. Meiner Meinung nach. Das ist wirklich ein bisschen schlecht zu sehen alles hier. Er haut aber auch immer ein bisschen weiter ab vor uns. Weil er uns sonst wahrscheinlich gar nicht treffen würde, oder? Ich hab ihn getroffen! Hä? Ach! Ich weiß, was wir machen müssen! Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den Pfeil reinschießen in ihm. Nachdem er aber erst halt so eine schwarze Kugel, so eine Bombe abgelegt hat. Wenn er den Pfeil dann nämlich drin hat in sich, dann können wir ihn selber ranziehen. So wie der Typ uns hier versucht ranzusaugen, können wir ihn dann mit dem Pfeil zu uns hinziehen und das dann halt in Richtung dieser Kugel oder Bombe. Okay, eigentlich dürfte dann eigentlich gar nicht so schwierig sein. Okay, da darf ich natürlich nicht rein. Genau dagegen muss er dann. Eigentlich ist das, also, na gut. Ich sag jetzt schon wieder, ist nicht schwierig, ne, aber weil das eben auch ganz gut schon aussah. Also eben, die Runde davor lief das eigentlich ganz gut. So, und jetzt? Nein, scheiße. Ich weiß halt nur nicht, ob ich... Habe ich ihn da auch getroffen im Maul? Ich habe ihn doch nicht im Maul getroffen. Ich habe doch nur so auf ihn geschossen. Oder? Habe ich direkt sein Maul getroffen. Er muss halt erst so eine Kugel. Genau, und jetzt? Wo ich auch immer hinschieß. Aber so ist das gewollt, 100 Pro. Genau so ist das gewollt. Junge, wir sind auch ein Kämpfer, ne? Nur mit einem Bogen und den Pfeil, den wir hier haben, halt.
Der Magic Pfeil. Okay, komm, schieß deine Bombe raus. Jetzt schießt er deine Bombe. Nee, nee, man muss doch schon so, tatsächlich sein Maul treffen. Nein! Ah, verdammt. Jetzt war der Pfeil schon wieder drin, ne? Okay, man muss sein Maul treffen. Und das geht nur, wenn er seine Feuerbälle wieder zu sich hinsaugt. Okay, ist jetzt aber eigentlich... Das ist jetzt auch wieder... Okay, jetzt kommt die Kugel. Scheiße, er war schon wieder drin, der Pfeil. Aber von hinten kam wieder halt die Feuerbälle an. Okay, aber wie gesagt, ist jetzt eigentlich nicht so tricky, wenn man weiß, wie es geht. Bei den meisten Gegnern funktioniert es dann ja auch eigentlich relativ gut. Aber... Ah, scheiße, Mann. Verdammt. Dann funktioniert es ja eigentlich relativ gut. Bloß bei dem Ritter, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich den jemals packen werde. Mein gut, die hatten ja tatsächlich wirklich schon... ziemlich oft hätte ich ihn schon gehabt. Ich hab bloß dann halt wieder nicht richtig gezielt. Okay, da die Bombe hin. Ah, die dürfen natürlich nicht dagegen, dann sicher. Okay, dann schieß jetzt hier erstmal hin. So, und jetzt kannst du... Nein, 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 nein. Boah, Alter. Nein! Ah, er hat den Pfeil ja... Er behält den Pfeil trotzdem drinne. Okay, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ich hab gedacht, den spuckt er dann nämlich wieder mit aus. Vielleicht macht er das, aber vielleicht auch erst nach einer Weile wieder. Okay, wenn der Pfeil dann da drinnen bleibt, dann ist es auch noch wieder was anderes. Ich hab gedacht, den spuckt er gleich wieder mit aus. Okay, dann spuck mal hier in die Bombe. Scheiße, die ist schlecht platziert. Die ist ganz schlecht platziert eigentlich. Ne, kannst du wieder kaputt machen. Ah, nicht mehr die Bombe. Okay. Ne, das habe ich eben gar nicht mitge... War das vorhin auch schon so? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Pfeil her. Scheiße. Okay, er hat ihn reingesaugt. Jetzt die Bombe? Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Hier hin. Das Feuer. Nein, nein, nein. Oh, mach nicht kaputt. Scheiße, Mann. Ich darf die nicht. Boah, das gibt's ja gar nicht, wa? Wie weit er da doch spuckt immer die Ratte. Die Bombe müsste ziemlich nah ran an ihm, ne? Eigentlich, das wäre eigentlich... Ich muss die am besten versuchen, schön mittig zu platzieren. Da, wo er schon ist, so ungefähr. Jetzt. Nein! Nein! Okay, er hat einen Pfeil drin, ne? Nein, 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 nein! Oh, verdammt. Kaputt, ne? Ja, das geht wieder kaputt. Ja! Ja! Ach, das war da noch gar nicht! Was musste ich da immer machen? Ich hab meinen Pfeil ja gar nicht so schnell wiederbekommen. Ach du Kacke! Boah, Alter. Okay, er ist doch schwer. Er ist doch sehr, sehr schwer. Ich habe gedacht, das war's dann.
Aber das hätte mir eigentlich auch gleich bewusst sein müssen. Weil im Prinzip haben wir ihn ja nicht durch den Pfeil dann getötet, sondern durch seine Bombe selber. Der Pfeil ist drinnen. Bombe. Ich sehe nichts. Das meine ich nämlich. Das ist scheiße gemacht hier mit der Kamera. Total. Ich sehe nichts. Komm doch mal dichter, du Pisser. Verdammt! Er muss natürlich nicht ganz dran sein, aber er muss schon doch recht dicht neben der Bombe sein. Und dann, ich habe das eben gar nicht so schnell gescheckt, dann muss ich meinen Pfeil schnellstmöglich wieder ranziehen an mich. Und dann wahrscheinlich sein ollen Dings da. Okay, Pfeil hat er drin. Nee, hat er noch nicht. Jetzt aber. Du Saug! Genau, Pfeil ist drin. Ah! Jetzt haben wir wieder doof gerollt. Oh, das wäre super, wenn wir das hier abschließen könnten, ne? Das wäre echt super, wäre das. Pfeil ist drin. Ah, scheiße, jetzt war ich selber zu dicht dran an ihm. Ich muss auch noch mal sehen, erst wie das denn gewollt ist. Ich hab das eben echt tatsächlich nicht so schnell gescheckt. Flupp, das hört sich an. Mann, er springt zu viel. Er springt einfach zu viel. Ich finde das echt ein bisschen schade, dass man hier nicht mehr Waffen bekommt. Das haben sie ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen blöd gemacht bei diesem Spiel. Nein, jetzt habe ich gar nicht irgendwie passt. Mann, ey, es geht nicht. Ja, ich habe mich jetzt echt so darauf fixiert, dass dann das schon gewesen sein könnte oder müsste eigentlich. Aber Pustekuchen. Das ist eigentlich noch der schwierigste Gegner hier jetzt wieder. Wieso habe ich denn den Pfeil nicht gleich geschossen? Bin doof. Da hast du ihn. Mann, das ist doch wirklich, du hast dann auch kaum eine Lücke, wo du... Das... Okay, der ist doch wieder sehr hart. Der Typ ist doch wieder sehr hart. Zack. Und zack. Er verpisst sich
immer so schnell wieder. Das ist dann nämlich. Was, das war doch schon. Ich hab doch getroffen. Komm dich da. Nein. Okay, das ist ganz schlechte Position, die ich jetzt gerade habe. Ah, warte mal. Können wir den Typen da nicht sogar ranlocken? Je näher wir dran sind an ihm, er haut ja immer ab vor uns. Er haut ja immer wieder ab. Jetzt saugt er, jetzt kommt die Bombe. Und wenn wir jetzt... Jetzt muss ich... Nein, 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 nein. Bombe? Wenn ich jetzt hier oben hingehe, dann haut er doch nämlich ab vor uns, oder nicht? Warum springt er dann wieder nach da? Die Ratte, der weiß, dass die Bombe da liegt, wa? Wie blöd ist der nicht? Er geht da partout nicht hin. Na, du sollst doch... Nein! Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir dann gleich direkt schön dicht bei ihm sind. Während er dann explodiert, sag ich mal. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Die Technik hier. Naja, saug mal, saug mal. Na, ist das ein Penner? Der weiß ganz genau, wo die Bombe liegt, das Arschloch. Der weiß das ganz genau. Eieiei, okay, Leute. Letzter Versuch. Ema mache ich noch. Und wenn nicht, dann probiere ich halt erst wieder so. Vielleicht klappt es ja wie im letzten Part. Da ich ihn dann gleich packe, beim ersten Mal. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber... Naja, manchmal ist es dürmlich. Okay, so ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Ja, da war jetzt ganz verkehrt. Nein! Alter! Hä, wieso halt mein Pfeil denn jetzt wieder in der Hand? Habe ich den noch gar nicht geschossen auf ihn? Oh. Na, okay, Leute, ich probiere so. Ich werde ein paar Mal so probieren. Und ja, werden wir ja sehen, ob ich ihn denn vielleicht tatsächlich geschafft habe. Wie gesagt, ich haue den finalen Schuss dann wieder rein und wenn nicht, dann ja, dann habe ich ihn eben nicht geschafft. Werden wir ja dann sehen. Wir sprechen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich schaff den. Ja! Ich wusste doch, dass ich dich kriege. Jawohl. Nice, Leute. Und das beim... Ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube beim dritten oder vierten Versuch hat das auf jeden Fall doch tatsächlich funktioniert. Jetzt müssten ja eigentlich alle drei
Genau. Was ist denn, wenn man sich denn jetzt hier aufstellt? Gar nichts? Das heißt jetzt nur, dass wir das hier alle abgeschlossen haben, oder wie? Vermutlich, ne? Oder hat sich hier jetzt was getan? Nö. Eigentlich können wir dann hier wieder raus, ne? Aus diesem Bereich, oder? Tja, Leute, und wo wir das nächste Mal hingehen werden, das will ich noch gar nicht verraten. Das werdet ihr dann, wenn ihr denn möchtet, im nächsten Part sehen. Ich würde mich natürlich super riesig freuen darüber, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bedanke mich bis hier auch mal ganz gerne wieder für Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.